Im deutschsprachigen Raum werden etwas längere Strecken meistens in Kilometer angegeben. In anderen Ländern, wie zum Beispiel den USA, sind es hingegen Meilen. Die Frage ist jetzt, wie komme ich von Kilometer auf Meile? Also wie rechne ich das Ganze um? Genau das zeige ich dir in diesem Video mit Beispielen. Fangen wir mal an mit einem Kilometer und ein Kilometer umgerechnet in Meile. Funktioniert folgendermaßen. Wir nehmen die Zahl vor Kilometer, also 1 mal. Und jetzt, ich mache erstmal die lange und ausführliche Variante und dann zeige ich dir mal, wie man das Ganze noch gerundet machen kann. Also 1 mal 0,6 2 1371 1371 Meiler. So, wir nehmen also die Kilometerangabe und multiplizieren mit der Zahl 0,621371 und erhalten Meilen. Ist gleich. Ich mache jetzt erstmal die Variante mit dem Taschenrechner, danach nochmal schriftliche Multiplikation. Also, in dem Fall müssen wir einfach nicht rechnen. 1 mal irgendetwas ist das andere. Also erhalten wir 0,62 1371 Meilen. So, machen wir das Ganze mal mit 4 Kilometer. Also 4 mal 0,621371 Meilen ist gleich. Also 4 mal 0,621371 sind dann 2,4 8, 5, 4, 8, 4 Meilen. Ja, das Ganze geht auch mit Kommazahlen, also 3,2 Kilometer. Also eben 3,2 mal 0,621371 Meilen. Also 3,2 mal 0,621371. Das wären dann 1,988 3872 Meilen. Und es geht auch, wenn wir eine 0 vor dem Komma haben, also 0,6 mal 0,621371 Meilen ist gleich 0,3728226 Meilen. Das war jetzt die Rechnung mit dem Taschenrechner. Wenn du das Ganze ohne Taschenrechner machen sollst, dann würde ich jetzt nicht die ganz ausführliche Variante nehmen, sondern ich würde eine gerundete oder, naja, abgehackte Version nehmen. Nehmen wir mal die 4 Kilometer. 4 mal. Und jetzt würde ich zum Umrechnen einfach 0,6 nehmen. Also die gerundete Variante. Schriftliche Multiplikation. 4 mal 0 ist 0. 6 mal 4 ist 24. So, 24 also in Summe. Eine Stelle in dem Komma. Hier bedeutet eine Stelle im Ergebnis in dem Komma sind 2,4. Soweit mal die Umrechnung von Kilometer auf Meile. Wenn du noch mehr Umrechnungen kennenlernen möchtest, dann schau hier mal in die Endcard. Dort werde ich dir noch weitere passende Videos verlinken. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalassen würdest. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Physikhilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.